die Lebenswille von Menschen und von Pflanzen sind gleich. Sehr zäh. Die Blumen im Frühling vor einem Blumenladen machen mich ganz verrückt. Auch die schönen Rosalilien in der Wohnung meiner Freunde haben es mir sehr angetan. Alles in allem kann ein Frühlingsgarten in Berlin nach einem langen Winter sehr erfrischend und belebend sein. Signalisiert er doch das Ende des Winters und den Beginn einer neuen Jahreszeit. Aber was ist das für ein Anblick hier? Der Garten hat sich nach mir gesehnt. Er schreit freudig, dass ich mich hier um ihn kümmere. Ohne mich sah der schöne Garten nach einem halben Jahr sehr ungepflegt aus. Es war, als hätte sich jemand ein halbes Jahr lang nicht darum gekümmert. Er war alt, grau und verwildert. Die roten Käfige sind voll mit Pflanzen, die sich überall zwischen den vertrockneten Blättern befinden. Oh, was mache ich jetzt? Wer sagt das? Die Rosen und die Hortensien, die wachsen von ganz alleine. Ich lache drüber. Hortensien sind wunderschöne Blumen, die in vielen Farben leuchten können. Aber sie sind auch sehr empfindlich und brauchen viel Liebe und Aufmerksamkeit. Hier sind einige Tipps, wie du deine Hortensien im Frühling glücklicher machen kannst. Gieß deine Hortensien, aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Du willst ja nicht, dass deine Hortensien ertrinken oder verdorsten. Gieß sie nur, wenn die Erde trocken ist, aber nicht staubig. Und verwende am besten Regenwasser, denn das mögen sie am liebsten. Und schneide deine Hortensien, aber nicht zu früh und nicht zu spät. Du willst ja nicht, dass deine Hortensien frieren oder verbrennen. Schneid sie erst zurück, wenn die letzten Fröste vorbei sind, aber bevor die Knospen austreiben. Und schneid nur die alten Blütenstände ab, denn die neuen wachsen aus den Seitentrieben. Dünge deine Hortensien aber nicht zu stark oder nicht zu schwach. Du willst ja nicht, dass deine Hortensien überfüttert oder unterernährt sind. Dünge sie nur einmal im Frühling mit einem speziellen Hortensiendünger, der den richtigen pH-Wert hat. Und misch den Dünger gut mit der Erde, damit er gleichmäßig verteilt ist. Die Pflege von Rosen im Frühling ist eine Kunst, die viel Geschick und Geduld erfordert. Aber keine Sorge, mit diesen Tipps wirst du zum Rosenmeister und deine Nachbarn werden dich beneiden. Schneid deine Rosen zurück, aber nicht zu viel. Du willst ja nicht, dass deine Rosen aussehen wie ein kahler Igel. Schneid nur die Zweige ab, die braun oder krumm sind oder dir nicht gefallen. Und vergiss nicht, dir Handschuhe anzuziehen, sonst wirst du von den Dornen gepikst. Entferne Mulch und Laub, aber nicht alles. Lass ein bisschen Mulch und Laub liegen, damit deine Rosen etwas zum Spielen haben. Außerdem kannst du so kleine Tiere wie Würmer und Käfer beobachten, die sich in deinem Rosenbett tummeln. Das ist doch viel spannender als Fernsehen, oder? Dünge deine Rosen aber nicht zu oft, sonst werden deine Rosen zu verbunt und faul. Gib ihnen nur ab und zu einen kleinen Snack aus organischem Dünger, damit sie sich freuen und dir schöne Blüten schenken. Und sprich mit deinen Rosen, sing mit deinen Rosen,
denn sie hören dir zu und mögen deine Stimme, ganz sicher. Wenn du diese Tipps befolgst, werden deine Rosen im Frühling schon in 2 Monaten prächtig gedeihen und dir viel Freude bereiten. Und wenn nicht, dann kannst du immer noch einen Strauß beim Floristen kaufen. Wenn du anfängst, im Garten zu arbeiten, ist es endlos. Sie hört nicht auf, du schaust hin und her und kannst nicht aufhören. Es war so anstrengend, den Lavendel aus den Rosen radikal herauszuschneiden. Es war einfach Wahnsinn. Ich bin müde und erschöpft von der körperlichen Arbeit. Meine Stirn ist verschwitzt, meine Fingernägel sind schmutzig. Ich habe mir auch jedes Mal ein paar Kratzer von den Dornen der Rosen geholt, obwohl ich so vorsichtig war. Ich war ein bisschen traurig, dass ich den Lavendel so stark zurückschneiden musste. Er duftet so gut und sieht so schön aus. Aber es musste sein, ich musste die Rosen retten, damit der Lavendel nicht überwucht. Aber am Schluss habe ich ein viel besseres Gefühl, weil ich den Rosen mehr Platz gegeben habe und sie wieder atmen können. Ich bin stolz auf meine heutige Arbeit und ich bin voller Vorfreude auf die Blütenpracht im Frühling. Was habe ich heute mit den Rosen gemacht? Zuerst habe ich die Rosen vom Lavendel befreit, viel Unkraut bis zur Wurzel ausgerissen und die Erde mit einer großen und einer kleinen Schaufel aufgelockert. Dann habe ich 5 cm tief in die Erde gedüngt, gegossen und zum Schluss noch einmal schön frisiert. Das heißt, unschöne alte Triebe weggeschnitten. Schau dir diese wunderschöne Magnolie an. Ich atmete viel frische Luft und genoss den Duft des Lavendels und der zarten Rosentriebe. Schon in 2 Monaten werden sie mich mit ihren betörenden Farben in einen Rausch versetzen. Heute war ich wie eine Gärtnerin. Ich habe Leben geschaffen und gepflegt. Die Lebenswille von Menschen und von Pflanzen sind gleich. Sehr zäh. Wenn dir mein Video gefällt, abonniere es kostenlos und drücke den Like-Button. Ciao, bye bye, annyeong, adios, au revoir.